Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Project Ozone 3 im Mystic Mode mit mir, dem Kirsch. So, ja, wie man sieht, ich habe jetzt hier schon mal unsere Plattformen erweitert. Auf der Minimap gut zu sehen. Da drüben soll die, kommt die Tierin. Ich habe es auch schon ein paar Zäune gemacht, nicht, dass da was spawnt. Und wir dann auf einmal hier komplett überrannt werden von Tieren. So, und hier drüben kommt dann unsere Technik-Ecke hin. Zumindest erstmal die Anfänge davon. Ich habe schon mal ein bisschen Factory-Blöcke reingehauen, weil das fiel mir ein. Die gibt es ja auch. Ich denke mal, der Ingame-Sound ist bestimmt noch zu leise. Wir machen mal ein bisschen lauter. Gehen mal auf 50%. So. Gut, ich denke mal, man hört es nicht so wirklich. Okay. Ja, ich habe das Smeltery schon mal etwas Grout durchgejagt, so 8 Stacks, die haben wir jetzt auch bekommen. Das heißt, wir werden das hier jetzt alles abreißen. Eigentlich wollte ich ja sogar mehr machen, aber zeitlich war es jetzt nicht so viel mehr drin, deswegen abreißen. Hier ist leer, da ist leer, gut. Habe ich noch eine Axt? Ich glaube mal, ich habe irgendwo noch eine Axt. Ich muss das hier alles nochmal aufräumen. Da habe ich eine Hoe. Ja, ich habe noch den zweiten Hopper gemacht für unseren Zucker. Weil bei dem Cobblestone Generator habe ich jetzt schon mal ein Infinity Upgrade reingehauen. Ja, man sieht, es ist hier einiges an Steinen jetzt verbraten worden. Ich werde bestimmt auch einiges nochmal rausnehmen, umtauschen, die Blöcke zumindest. Aber wir werden dann auf jeden Fall vorankommen. Gut, ich wollte noch eine Axt schauen. Genau, hier tue ich gerade noch ein bisschen Stein durchbrennen. Hab noch ein bisschen Eisen, ja, zufälligerweise. Wir machen das mal eine Eisenaxt. Ich kann mir auch demnächst dann noch Tinkers Construct Tools machen. Keine Sorge. Aber jetzt lang das mal das hier. Ich habe noch genügend Platz. So. Genau, den Wand packe ich erstmal kurz raus. Das Foreset noch mit raus. Dankeschön. So. Sehr schön. Okay. Und jetzt müssen wir natürlich einiges kurz mal in die Quest reingucken. Ich habe bei Alpha noch eine zum Abgeben. Einmal den hier. Claim. Dann haben wir den hier. Grout. Und ich habe halt schon auf Eisenmechs umgebaut. Das habe ich auch, glaube ich, zusammen noch gemacht mit euch. Die Karotten werden wir später in Angriff nehmen. Hatte ich jetzt noch irgendwo was zum Abgeben? Nö. Gut. Also, weg. Wir brauchen jetzt diese Sachen. Das heißt, wir müssen die ganzen Sachen, die wir hier haben, von Tinkers Complemented umcraften. Also, das heißt, wir müssen nochmal kurz rum, used. Halt rum, so, das war jetzt der Tisch. Der Tisch, der ist hier. So, das heißt, wir werden einige noch von den Porzellansachen herstellen müssen. So. Ach, muss ganz oben rein, okay. Dann brauchen wir den Malter, das heißt, da wird unser Controller draus. Und unseren Tank, der Gott sei Dank schon gefüllt ist. Da wird erstmal der leere Tank draus. Okay. Ich habe hier noch drei Blöcke auf Eisen drin. Die brauchen wir dann später noch für einen Anvil. Wofür wir den brauchen, ist ja für den Crushing Table. Das kann raus. So. Gut, jetzt kurz schauen. Jetzt brauchen wir bloß noch die Drains. Dann machen wir uns erstmal die zwei. Wir werden jetzt doch erstmal ein etwas kleinere machen. K, K, K. Dup, 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 dup.
So, denn, ja, wie man sieht, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen was über einen Stack, fast zwei Stacks, allerdings so groß werden wir jetzt nicht kommen, dass wir hier Unmengen an Materialien kriegen. So, okay. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Cobblestone. Ja, komm, ich nehme mal drei Stacks. Weil hier drüben kommt auf jeden Fall dann unsere Smeltery hin. Ich hätte ja sogar quasi gleich noch das Loch freilassen können. So. Dann können wir nämlich hier mal 2, 3. Hier. 5. Jetzt am Anfang, ich denke mal, die Folge wird ein bisschen kürzer. Ab jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ich hatte sogar gedacht, ich kann die jetzt hier, verliere die jetzt alle, aber nö. So. 2, 3. Hier. 5. Ja, ich weiß, ich hätte das auch jetzt noch vorbereiten können, allerdings. Nö, sonst mache ich ja nur zu viel offscreen. Das bin ich bei 5, oder? Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Perfekt. Wir werden die erste jetzt ein bisschen kleiner machen. Die Smeltery. Ich bin da mal gespannt, wie groß sie werden wird. Ja, du und dein Ja, das ist einfach ganz entspannt. So. Weil ich werde jetzt dann die Folge jetzt ein bisschen kurz halten. So 15 Minuten, 20. Dann, weil da muss ich nochmal ganz kurz los. Und dann muss ich nämlich erstmal ein paar Sachen erledigen. So. Also, ich denke mal, wir machen es erstmal 3x3. Weil 7x7 ist halt wirklich erstmal überdrüssig gewesen. Ein bisschen übertrieben wäre es jetzt gewesen. Okay, das heißt auf jeden Fall hier an die Seite kommt dann erstmal der Tank. Tank. Lava-Generator. Wo kommt hier unten rein? Ich bin jetzt eigentlich mal noch kurz gespannt. So. Blaze Mesh. Der. Ob ich den auch von der Seite befeuern kann. Allerdings möchte ich das vorher erstmal kurz aufgebaut haben. So. Also brauchen wir unsere Conduits. Da. Hier wieder schön auf Extract stellen. Always active. Und hier bitte Insert. Ja, geht. Gut, weil dann können wir dann später dann das so machen, dass wir hier einen Kabelgenerator draufsetzen und den befeuern können. So, den Controller. Der wird am Anfang jetzt mal hier sein. Dann zack, zack. So, sehr schön. Jetzt kann sein, dass die wieder rauskommen. Eigentlich nicht, weil ich mache erstmal schnell 2 Small Storage Creates. Weil ich würde gerne den Boden gegen den, also den Boden gegen den hier austauschen. Sieht mir schöner aus. So, hier haben wir noch eine Kiste. Habe ich noch ein paar Sticks? Ja. Gut, im Notfall hätten wir in unserem Holzdrawer da ein paar Sticks über. Erstmal noch 4 Kisten, weil ich brauche dann auf jeden Fall ein paar mehr. So, Small Storage Create. 2 Stück und jetzt nochmal das ganze Spiel. So. Ne, passt sogar. Also, einmal hierhin, dahin.
weil es wird dann auf jeden Fall auf jeder Seite kommen dann die drei Ausgänge und dann halt auch auf jeder Seite drei Redstone Clocks. Da werden wir jetzt gleich mal noch eine bauen. Hallo, da. Das heißt, wir brauchen nochmal Red Alloy Ingots. Red Alloy Ingot war ja mit. Halt, falsches. Und killen mit ein Kupfer und vier Redstone. Ich glaube mal, so viel Redstone habe ich gar nicht mehr. 16. Es wird eng. Ich muss demnächst wieder Dust durch. 7. Dann 4 Kupfer. So, okay. Dann, genau, hier hatte ich ja schon mal nochmal vorbereitet für die nächsten Factory-Blöcke. Wir legen uns mal kurz schlafen, weil ich habe mal noch ein Bett gemacht, weil um unsere Inseln ringsherum ist noch nicht alles ausgeleuchtet, das heißt, da spawnen auch Mobs. Ja, auf die Plattform, die da drüben hinkommen soll, also nach Süden gerichtet, kommt dann eine Monsterfalle. Ich werde die auch hier so die Größe machen, die Plattform. Erstmal wird es eine kleine Monsterfalle werden, deswegen ist es nicht so spannend. Jetzt brauchen wir nochmal ein Redstone. Genau, für eine Redstone-Fackel. Und dann brauchte ich jetzt, glaube ich, nochmal 4 Steine. Sehr schön. Also, Redstone. Clock. Okay, dann. Davon habe ich jetzt noch, ich glaube, ich habe jetzt keinen Clay mehr, oder? Einen. Ups. Upsi. Das heißt, ich muss mir mal schnell 2 machen. Denn wir brauchen ja für den anderen Basen dann eigentlich auch noch was. Und jetzt hätte ich mir gleich noch ein paar aufheben können. Ja, ja, wieder nicht mitgedacht. Einmal. Da. So. Gut. Also einmal hier umcraften. Dann machen wir nämlich dann noch so einen davon. Jetzt kommt das erstmal hier raus. Ich muss dann hier wieder Kohle nachlegen. Aber ein bisschen Kohle über. So. Gut, also kommt dann hier oben der Drain, wie fahren wir jetzt davon noch so viele? Also, ich nehme jetzt den Wand, wir ziehen den jetzt so hoch wie es geht. Versuchen nicht zu sterben. Dann kommt hier unser Tischchen. Ja, da kommt das Basen hin. Dann kommt das rein. Dann kommt erstmal unsere Vorsätze hier dran. Und über den hier kommt erstmal die Redstone Clock. Hebel dran. Hier kommt der Hopper dran zum Befüllen. Der Smeltery. Kurz schauen, was der auf der Uhrzeit. 14 Minuten, das sieht eigentlich sind relativ gut dran. Dann muss ich eigentlich mal noch diesen Bereich hier Chunk loaden. Gut, weil dann haben wir noch eine Kiste. Ich glaube, wir haben keine Kiste mehr. Nö. Das heißt, wir machen uns mal. Komm, wir brauchen eh immer mal ein paar Kisten. Ich mache jetzt extra mal bloß eine Kiste dran. Die andere Kiste packe ich mal hier rein. So, ich denke mal, das müsste erstmal lang. Da haben wir nämlich hier die Kiste dran. Dann kommt hier der Bruchstein rein. Weil jetzt können wir in das Smeltery aus dem Bruchstein hier Bricks herstellen. Und diese werden dann automatisch ausgegossen. Ich kann das dann jetzt hier nach dieser Folge erstmal kurz laufen lassen. Dann werden wir die Seiten nochmal komplett abreißen. Beziehungsweise komplett abreißen.
und dann halt ummodeln. Aber ich denke mal, das passt schon. So, dann brauchen wir jetzt nochmal 3 Eisen. Ne, 4 Eisen sogar. Für den Anvil. Weil jetzt brauchen wir noch schnell den Crushing Table. Dass wir dann in der nächsten Folge uns dann halt mal einen Eiseneimer herstellen können. Dafür braucht man noch 3 Zink. Die habe ich noch erfahren. Die kriegt man aus, wenn man Sand siebt. Deswegen. Ich musste das auch erst nochmal 7. 7 mal 7. So, Stein. 3 Stück, weil wir brauchen die Stone Slabs. Und dann waren noch 2 Planken an der Seite, wenn ich es richtig gesehen habe. Habe ich hier noch ein bisschen Rohholz? Draw 1 habe ich hier noch rumliegen. Oh ne, da haben wir noch ein paar Planks. Gut. Zack. Und schon haben wir unser Crushing Table. Erstmal kurz hier hingestellt. Dann ist das einfach ganz einfach. Ein Eisen reinlegen. Mit einem Hammer von Exen Hilo oder von Magnetic Craft. Allerdings geht nicht der Hammer von Tinker's Construct. Der geht leider nicht. Und dann können wir uns aus diesen Platten einen Eiseneimer herstellen. Haha. So, jetzt tun wir noch schnell alle Quests, die wir hier abgegeben haben, nehmen. Es waren nicht viele. War glaube ich bloß die eine. Ah ne, hier. Zertus Quarz. Also wir können bald mit dem MA-System nicht anfangen. Wir gucken mal kurz, wie der Charger geht. Invar wäre kein Problem. Redstone Reception Coil wäre auch kein Problem. Ich bin jetzt mal wartig und guck mal schnell in den Controller von Applied Energetics. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken zur Beruhigung. So, also das ist die Chisel und da ist nochmal die Chisel und hier ist der Applied Energetics Controller. An sich sieht er nicht schwer aus. Skystone Block, Engineering Prozessor, Crystal Cluster Blood Magic, Reinforced Alloy von Mechanism. Okay, wir müssen auf jeden Fall mit Astral Sorcery uns beschäftigen. Und Lordcraft. Allerdings, ich denke mal, das werden wir hinbekommen. Im Notfall muss ich mir halt ein paar Videos von wie heißt er? Multidemon Hunter angucken, zumindest seine Sachen oder beziehungsweise gibt es ja auch das Internet. Dann braucht man Pneumatic Craft. Oh ja, gut. Das sind Sachen, die ich mir dann in naher Zukunft anschauen werde. Ich sage erstmal an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen. Wenn ja, lass doch gerne eine positive Bewertung da. Ich schau mal noch ein paar Bruchsteine rein. So. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Für euch wird es ein Wochenende sein. Für mich ist es dann quasi schon jetzt demnächst. So, also. Okay, ich dachte schon, ich kann noch mehr reinlegen. So. Ah. Lava alle. Gut, dass wir nochmal reingeguckt haben. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich werde mir dann, beziehungsweise werden wir dann in der nächsten Folge dann erstmal schnell noch einen weiteren Kabelgenerator bauen. Mit dem wir dann unsere Sachen hier machen können. So. Hier. Oh, wunderbar. Es läuft. Es läuft. Gut, jetzt aber wirklich, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, mit Wow.